solche Märchen. Aber ja? Herr Peil, Sie können es mir glauben. Ja, schön, gut, aber wer glaubt denn so etwas, dass Sie auf einer Tigerjagd gewesen sind? Natürlich immer zu, weil ich werde Ihnen das mal vormachen, Herr Peil. Ich auf Tigerjagd, passen Sie mal auf. Also, ich schleiche, ja? Ich schleiche, es ist eine... Oh, was denn nur schon Herr Peil, ich schleiche also durch den dichten Tann. Ja, Moment mal, durch den Tann ist schon Blödsinn, ja? Denn im Tannwald gibt es keine Tiger, ja? Wo dann? Sie schleichen also durch den Dschungel. Und ja. Das Recht, ich schleiche durch den Dschungel. Ja. Ich schleiche und schleiche und schleiche. Ja. Es ist eine Hitze. Ja. Also eine Hitze, Herr Peil. Ja, na schön, gut, ja. Also eine Hitze. Ja, ich glaub's ja nur. Weiter. Also ich schleiche ja, und schleiche. Überall im Dschungel grüne Blätter. Na ja, prima. Und eine Hitze. Na ja, das weiß ich. Und man wird zerstochen von den Moskwitschs und... Ja? Von den Moskitos? Ja, ja, die auch. Ja, ja, es ist gefährlich, gefährlich. Also ich schleiche und es ist eine Hitze. Ja, das haben Sie. Kommen Sie jetzt immer runter von Ihrer Hitze. Bin ja noch gar nicht oben. Na ja, bitte. Also, ich schleiche, Herr Peil. Und ich schwatze so vor mich hin. Was machen Sie? Ich schwitze so vor mich also, hin. Also, ja. Es ist eine hitzende Drücke. Eine drückende Hitze. Drückende Hitze. Mann, Mann, und Mann. Ich schleiche. Also, was ich da so schleiche. Ja, nur Moment, aber Sie schleichen, Sie schleichen, Sie alte Blindschleiche. Wo ist denn nun bitte schön Ihr Tiger? Tiger. Wo ist er denn? Herr Breit. Was denn? So ein Pech. Wieso? Heute ist kein Tiger da. Also, nein, nein, nein. Also so haben wir nicht gewettet, lieber Freund. Ja? Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Auch das? Ja, der Tiger ist da. Der Tiger ist da. Moment. Ja, Moment. Plötzlich knackt es im Unterholz. Wer ist denn das? Der Tiger. Der hackt Holz. Quatsch, er hackt Holz. Plötzlich sehen Sie seine Lichter funkeln. Ah, der kommt mit dem Auto. Nicht genug jetzt. Auto. Die Augen sind die Lichter. Ach, also ein Unsinn. Herr Breil, sagen Sie, mir tränen die Augen oder mir tropfen die Lichter? Also ist genug, ja? Weiter. Weiter. Plötzlich spüren Sie den heißen Brodern des Tigers im Genick. Ach ja. Was spüre ich? Den heißen Brodem. Ah ja, 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 ich spüre den heißen Bruder im Genick. Heißen Brodem! Was ist denn das? Na, die Puste, der Atem von dem Tiger. Vom Tiger? Ja, die spüren Sie im Genick. Das ist gefährlich. Bitte, was machen Sie? Oh. Na? No. Ich mache erst mal einen Kragen hoch. Ja, nochmal. Bitte, ja? Nehmen Sie sich doch zusammen, ein bisschen vernünftig unterhalten darüber. Mach ich ja. Also, ne- halten darüber. Mach ich ja. Also nehmen wir an, da drüben steht der Tiger. Wo? Da. Da? Ja. Vielleicht ein bisschen weiter weg, ja. Da. Also bitte, wie Sie wollen. Also der Tiger steht da. Ja, ist recht. Sie stehen hier. Ja? Ja? Wo stehen Sie? Ja, ich bin ja gar nicht dabei. Das ist typisch. Wenn es gefährlich wird, sind Sie weg. Also Moment mal, ja? Nur mal los jetzt. Jetzt müssen Sie doch handeln. Ja, ich verhandle jetzt mit dem Tiger. Nein! Sie sollen schießen. Ja, richtig. Na los, also ich schieße. Ich ja. reiße das Gewehr an die Backe. An die Wange! Backe ist woanders. Ja, ich schieße aus der Hüfte. Hier. Bum, 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 bum. Schieß aus der Hüfte. Bumm, der Tiger liegt. Ja, der liegt. Der ist vor Lachen umgefallen, als er Sie gesehen hat. Also nochmal jetzt in aller Ruhe. Ein kleines Experiment, habe ich gesagt. Bitte. Da drüben steht der Tiger. Hier stehen Sie. Ja, Sie reißen das Gewehr an die Wange, ja. wollen schießen. Jawohl. Und das Gewehr geht nicht los. Haha, was machen Sie jetzt? Ach, Herr. Ja, ja. Ach, nee, 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 Herr Frey. Das Gewehr geht los. Es geht los. Sie sollen doch nur annehmen. Ja, sowas nehme ich nicht mal an. Also, Sie sollen sich vorstellen, ja, da drüben stünde der Tiger, hier stünden Sie, ja, und das Gewehr geht nicht los. Bitte, was machen Sie? Es geht um Ihr Leben. Na, los. Ja, der Mensch muss sich zu helfen wissen. Ja, bitte sehr, tun Sie es. Na? Also. Los, es ist ein Tiger, es ist ein Raubtier, Mensch, los. Ja, ja, nun. Na, mal los jetzt. Also, ich nehme das Gewehr. Ja. Und stell's weg.
Was? Und wieso, was wollen Sie nun machen? Ich greife in den Busch. Wohin? Eben, Quatsch, ins Hemd. Was? Ins Buschhemd. Greife ich hinein. Ja. Hole das Messer heraus. Aha, gut. Das Buschmesser. Buschmesser? Ich zeige es dem Tiger. Sie zeigen es ihm, ja. Er sieht es. Ja. Und er macht sofort die Beleuchtung aus. Nein, Moment, Moment. Moment, Moment. Ist doch ganz klar, wenn Sie jetzt mit dem Messer dastehen, ja, da setzt der Tiger zum Sprung an. Oh, das ist ein gemeiner Tiger. Ach, was, ganz gewöhnlicher Tiger. Also jetzt geht's los. Los jetzt. Ja, setzt zum Sprung an. Er kommt. Er kommt immer näher. Ja. Ich hab das Messer. Sie haben das Messer? Ich habe es in der Hand. Jawohl. Ich drohe ihm. Ich, also Herr Pfeil. Was denn? Das Gewehr geht los. Also, da ist so als möglich. Brauchen wir gar nicht zu machen. Das Gewehr geht nicht los. Der kommt doch schon. Der kommt. Er kommt. Ja, natürlich. Er nähert sich. Ja, ja. Er kommt Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt kommt er heran. Ja? Auf seinen Sammetpfötchen. Auf was Sammetpfötchen? Auf seinen Katzen. Er kommt auf die Matratzen. Er kommt an. Ich drohe ihm noch mal. Ja, los jetzt. Und jetzt hau ich ihm das Ding zwischen die... Und das Gewehr geht los. Das Gewehr geht los. Also Moment mal, das kann doch gar nicht losgehen. Ja? Warum denn nicht? Nein, weil es kaputt ist. Dann drehe ich das Gewehr um. Ja, schön, bitte. Mit dem Kloben nach oben. Mit dem Kolben. Mit dem Kolben auf den Kloben. Und dann hau ich, dann werde ich. Und der wird sich wundern. Wieso denn? Also, jetzt passiert ja was. Was passiert nun schon wieder? Jetzt kommt der, ich komme und wir schleichen, wir gucken uns an. Ja, na bitte. Und es ist eine Hitze. Ja, das wissen wir ja. Also, jedenfalls, jetzt geht's los, Herr Frey. Jetzt geht's los. Ich nehme also das Gewehr. Ja. Und jetzt ist hier die Frage. Ja. Sein oder nicht sein. Also bitte, nun spielen Sie hier nicht Hamlet. Nein, es ist kein Hamlet, es ist ein Tiger. Jetzt also bitte. Er kommt immer näher. Ja, also bitte. Ich nehme das Gewehr. Ja, nehmen Sie. Ich drehe es nochmal um. Nochmal um, wir wollen es noch umdrehen. Das Gewehr geht los. Nein. Lieber Freund, es kann nicht losgehen, ja? Ich habe gesagt, es ist kaputt, aber nein, es ist eine einzige Patrone im Lauf und diese eine Patrone ist feucht geworden. Wer war das? Quatsch, wer war das? Ist doch vollkommen egal, wer das Freund. War. Hat der Tiger einen Augenblick Zeit? Wieso? Dann könnten wir inzwischen die Patrone trocknen. Bringen Sie mich bitte nicht zur Verzweiflung. Sie sollen sich wehren. Das ist ein Raub. Jawohl. Es kommt auf Sie zu. Es kommt so. Jetzt, ich nehme wieder das Gewehr. Ja? Ich setze an. Ich hau. 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 Was hauen Sie denn nun schon wieder? Ich hau ab. Ich hau ab. Akzeptiert. Falsch. Was jetzt du? Kommt er wieder. Ich stehe ihn nochmal. Komm. Ja. Ich drehe mich um. Ja. Er reißt das Maul auf. Na dann los und, jetzt. Oh. Jetzt. Was ist denn? Oh. Jetzt dachte ich, jetzt kam noch ein Tiger. Ach, Quatsch, Mensch. Das war ich doch. Ach so. Naja, also. Na also los Nein, jetzt. Glück. Der Tiger kommt langsam jetzt Schritt für Schritt auf Sie zu. Und ich haue ab. Nein, Sie. Gut. Akzeptiert. Bitte. Sie hauen ab. Sie ergreifen die Flucht. Aber ja? Wie? Und der Tiger hinterher. Der kriegt mich nicht. Was, der kriegt Sie nicht? Ich laufe ja schnell. Ja, Sie laufen schnell, Sie sind ein Raubtier, nicht? Kriegt mich trotzdem nicht. Wieso denn nicht? Ich habe Angst. Ich laufe. Und außerdem laufe ich im Zickzack. Ja, 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 der Tiger im Zickzack hinterher. Ja, aber wenn der auf Zick ist, dann bin ich auf Zack. Hilf mir, du musst Zeug gehen. Ja. Du hast vernünftiges Unternehmen hier. Zickzack. Ja. Das ist denn nichts anderes? Na ja. Vielleicht was an? Ja, da wird doch irgendwo, wird doch ein Baum im Urwald rumstehen. Das dürfte anzunehmen sein. Also bitte, es ist ein Baum da. Ja, da gehe ich auf den Baum. Entschuldigung, gehen Sie auf den Baum, der Tiger hinterher. Ich denke, es ist ein Raubtier. Na ja, es ist ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes? Ein kletterndes, jawohl, ist in Ordnung. Ich klettere auf den Ast. Jawohl, der Tiger klettert hinterher. Da springe ich runter. Der Tiger springt hinterher Ihnen ins Genick und hat Sie. Mahlzeit. Na. Also Herr Pfeil, was ist nun? Sind Sie mein Freund oder der Freund vom Tiger? Ich wollte ja nur wissen, was Sie machen, wenn das Gewehr nicht losgeht. Ja, dann hat der Verkäufer gesagt, dann tauscht das um. Ach, was ist das?